Okay, sehr, sehr krass, muss ich sagen. Sehr, sehr coole Sache. So, was wie vorbei? Nee, noch nicht vorbei. Bloß Dings vorbei. Bloß Singleplayer vorbei. Bist du insane? Was? Ja. Ich ändere nochmal kurz den Titel. Und dann machen wir gleich weiter. Genau. So. Perfekt. Das nochmal ändern. Einen Moment. Ich bin gleich wieder da. Wie, du hörst auf. Nein! Keine Panik! Sollte mittlerweile bekannt sein. Ja, dachte ich auch. Ich mache das doch immer bloß für die Highlights und für YouTube dann. So. So, perfekt. Machen wir das so. Okay, Titel ist aktualisiert. Und dann gehen wir raus und holen uns unseren nächsten Kämpfer. Mal sehen. Okay, es ist Roy? Ike? Nee, Roy, ne? Ja, okay. Das ist, hey, Roy gegen Bob Eifel, okay. Ich habe nicht aufgepasst, okay. Also keine Sorge, es geht noch weiter. Roy der Boy, ja. Oh Gott, Roy der Boy macht mich gerade ein bisschen fertig, muss ich sagen. Jetzt, pass hier mal auf, Kollege. Kollege Schwertträger. Ah, oh, schade. Das wäre zu schön gewesen. Au, Hilfe. Sollte da nicht auch die Tags geändert werden? Ist getan. Okay, das war unspektakulär. Sollten aber eigentlich geändert worden sein. Ja. Texten geändert. Vielleicht wird das nicht aktualisiert direkt. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Wow, besiege Kira. Clip and Snip. Na, großartig. Sehr schön. Und Galeem. Was sind Galeem? Ah, okay. Heißt der Boy. Okay, krass. Okay, ja, cooles Bild. Was ist das da? Entferne sämtliche Hindernisse im Land des Lichts. Ah, okay. Sehr schön. King K. Rool. Das ist ein schönes Bild. Englischer Name von Kira. Ach, echt? Der hat im Englischen einen anderen Namen. Ah, krass. Galeem ist der englische Name von Kira. Ah. Immer wieder interessant, dass sie doch so viel, dass sie so viel ändern von den Namen her in den deutschen Versionen, nicht wahr? Okay. Halte sämtliche Abenteuergaben. Aha. Na gut. Das war schon sehr krass. Wir haben leider heute bloß einen neuen Kämpfer, aber egal. Wir haben ja doch schon einige. Und ich würde sagen, wir smashen ein bisschen. Nein, nicht Arena suchen. Was tue ich denn? Arena erstellen. Eins gegen eins. Ändern wir die Regel nochmal. Ja. Eigene Stage ist aus. Wunderbar. Und Zutritt für jeden. Genau, perfekt. Dann natürlich wie immer Dragon Smash. Und das Passwort nochmal. Perfekt. Jetzt habe ich nicht in den Shop geschaut, aber egal. Das machen wir nach der Runde. Wir machen eh nicht mehr so lang. Kira hat jetzt doch ein bisschen länger gebraucht, als ich dachte, muss ich sagen. So, ach, falsche Musik. Was ist das für eine Musik jetzt? Wir brauchen irgendeine Power-Musik. Gut, da weiß ich nicht, was Power-Musik ist. Gibt's hier irgendwie Yuga Battle? War das krass? Wir machen's mal. Okay. Das wusste ich nicht mehr. Mach doch Galeem an. Könnte man machen. Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt, ne? Wo ist denn das?
Post-Battle-Song. Oh, Gigabowser. Da. Gott. Ah, Y mit Probe hören. Okay, gut. Hätte man machen können. Egal. So, M4J1C. Damit ihr auch mal reinkommen könnt. Wo ist das denn? Da. Ist schon ein sehr, sehr cooler Soundtrack. Sehr, sehr krass. Und schöner Kampf, definitiv. A1C. Perfekt. So, wir suchen uns erstmal eine Karte raus. Und dann bin ich mir auch noch nicht sicher, mit wem ich heute kämpfe, muss ich sagen. Nehmen wir mal das hier. Was ist Meta Relay? Jo. Und Omega, perfekt. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, mit wem kämpfe ich heute. Ich glaube, ich lasse heute mal die üblichen Kämpfer. Au, ich gehe einfach mal auf Zufall. Komm, einfach mal eine Zufallsrunde. Let's go. Wir hoffen nicht auf Olimar. Sonst müssen wir mit dem halt versuchen, unser Bestes zu geben. Auf geht's. Gegen Bowser. Was auch immer da kommt gegen Bowser. Na, großartig. Vielleicht nicht meine beste Idee. Aber mal sehen. Weil das letzte Mal hat es ja irgendwie nicht so funktioniert. Und ich glaube. Oh, okay. Ich glaube, heute bin ich nicht in der Lage, da wirklich viel Besseres zu machen. Mal sehen. Okay. Hallo. Na? Au! Ich habe eigentlich geblockt, aber egal. Ja. Wenn das Blocken bloß immer funktionieren würde, wenn ich das will. Nein. Ach, verdammt. Ja, alleine wird das schwierig. Schade. Ich meine, das Climbers sind irgendwie schon cool, muss ich sagen. Ja, gut. War eine nette Idee, aber. Okay, wenigstens. Sehr gut. Ich meine, hätte ich es überlebt, wenn ich. Also, wäre er nochmal auf die Stage gekommen, wenn ich nicht da runtergerannt wäre? Weiß ich gar nicht. Nein! Wie kannst du nur? Na, verdammt. Ja, es ist richtig uncool. Ja. Wow, okay, das war merkwürdig. Als ob das nicht killt. Was ist das denn? Ja, großartig. Yes! Shieldbreak bringt dir nichts, wenn es zwei Leute sind. Ja, verdammt. Oh, diese leichten Ruckler sind aber gerade echt eklig, ne? Muss ich sagen. Okay. Das ist gerade eben schon sehr hart zu spielen. Ich hab. Als ob. Ach, weißt du, wenn man dann Luft ausweichen macht und es dann aber nicht angenommen wird? Super. Alle meine Inputs werden gerade ihm gefressen. Also, ich will ja jetzt nicht sagen, ne, dass ich das. Oh, und wie ich es hasse einfach. Wie ich es hasse mit der seitlichen, dass er da super Rüstung hat. Ja, gut, GG. Schade. Ah. Wie mal denkst du sie. Was? Hi, diesmal lasse ich dich nicht gewinnen. Wenn du mir versprichst, dass du alles gibst und großen Kampfgeist hast. Jo, klar. Willkommen. Wenn du mich überhaupt noch kennst, wieso sollte ich dich nicht kennen? Das ist jetzt.
Wie lange ist das jetzt her gewesen? Das war letzter Stream, oder? Das war letzten Sonntag. Also, ne? Es ist, vielleicht vergesse ich hier und da Sachen, aber ich kann mir Leute bis seit dem letzten Sonntag merken. Keine Sorge. Und ja, ich werde auf jeden Fall, ich gebe immer alles. Ich probier's zumindest. Und ich hoffe, dass du das diesmal auch tun wirst. Das wäre sehr schön. Oh, weh. Was für ein Duell. Peach gegen die Fit-Trainerin. Oh Gott. Na? Oh, wolltest du? Hi. Au, Mann. Yes, er hat das Atmen verhauen. Ich bin nicht der Einzige, der nicht atmen kann. Jetzt bin ich sehr glücklich. Ja, dann halt nicht mal gut. Tja, atmen ist nicht so leicht, ne? Sieht immer so einfach aus, wenn es andere Leute machen. Aber einmal selber geatmet und schon weiß man, wie heftig das ist. Na komm, jetzt stirb doch mal. Das ist wieder der berühmte Moment, wo ich keine Ahnung habe, wie man Peach killt. Das wollte ich zwar eigentlich nicht, aber egal. Was für ein Kampf. Bam! Tod durch Regenschirm. Er versucht das Atmen wieder. Ich fass es nicht. Wie er einfach geatmet hat. Wieso kann ich nie atmen? Oh. Au! Okay. Das wäre ärgerlich. Da wollte er einfach gleich nochmal atmen. Ich fass es nicht. Zweimal atmen hintereinander? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Oh Gott. Hallo, was passiert hier? Gott, Hilfe. Das war ärgerlich. Okay. Ah, schade, nicht ganz. Au, jetzt. Ach. Jetzt ist Stretching angesagt. Das killt halt trotzdem nicht. Ach, Mann. Ja, das war richtig blöd. Schön. Hey, je! Wieso bin ich da immer am falschen Ende davon? Okay. Okay, der Fußball war interessant. Na, schade. Okay. Die Musik dazu, ja. GG. Schade. Die den Urlaubschenkel gegen Gucci. Du bist übrigens besser geworden. Na, mal sehen. So. Huh.
Okay, das war ein sehr interessantes Duell, muss ich sagen. Sehr interessant. Gut, schon wieder gegen Bowser. Wieso kämpft jeder gegen. Wieso will jeder mit Bowser kämpfen? Was ist das hier? So, wen bekommen wir denn? Es passt aber bisher immer ganz gut mit den Kämpfern, ne? Ach, Mann. Ach, er kann ja fliegen. Stimmt ja. Okay, ich habe keine Ahnung mit King DDD. Meine Stachy ist halt witzig, muss man sagen. Wieso kann ich denn die wegrollen, Mann? Das wäre immer so schön. Es ist halt immer... Oh, so eine halbe Sekunde oder sowas. Mann! Ich wollte blocken, aber es funktioniert halt nie. Weißt du, andere Leute können immer alles instant wegblocken. Und bei mir klappt das irgendwie nie. Ach, Mann. Das wollte ich zwar nicht, aber okay. Ich Bowser hasse deswegen, ne? Okay, man kann es abbrechen, das wusste ich. Hä? Warte, was? Wieso? Ist nicht Cordo oder so, kann gut sein. Okay, komisch, dass ich das zweimal abgebrochen habe. GG. Wie gesagt, merkwürdig, dass ich das in der Luft abbrechen konnte. Das wusste ich jetzt nicht. Okay. Okay, so hieß der. Keine Ahnung. Da, mit den ganzen Gegnernamen in Kirby kenne ich mich jetzt nicht so aus, muss ich sagen. Da bin ich mir nie so ganz sicher. So. Aber ich habe auch von King DDD nicht wirklich viel Ahnung. Das ist das Problem dran. Pit. Mal sehen. Pit könnte interessant sein. Gegen Game & Watch. 3, 2, 1, los! Schau mal. Okay. Ah, das ist die normale Stage. Okay. Ich dachte mir gerade so, was zur Hölle? Ach, okay. Das ist halt bloß ein Schutzschild. Gut, das bringt mir natürlich nicht so viel. Ja, gut. Es ist halt, ich bin immer noch in irgendeiner Combo, wenn ich gerade schilden will. Ja, ja. Ist mir dann gerade auch aufgefallen. Ey, geh mal weg hier. Oh Gott. Ah, Mann. Natürlich bekommst du ihn. Ja, und ich stehe auch voll in der Explosion drin. Natürlich. Ja, ja, aha, ah ja, sehr klar. Ja, auf jeden Fall. Okay, er kam bloß zweimal. Oh, wow. Zweimal fliegen und dann sehr, sehr hoch. Jetzt, ach, natürlich ist es dieser eine Zentimeter, der es nicht reicht, ne? Gott, wie ich es immer hasse. Aber wenn der wirklich bloß explodiert dann bringt das ja überhaupt nichts, oder? Wie hast du den schon wieder bekommen? Natürlich. Oh.
Einmal würde ich gern so eine Combo machen. Ein einziges Mal gerne. Das wäre so mein Traum. Zu schilden, dann zack und ihn weghauen. Das wäre sehr, sehr schön. Aber das wird wahrscheinlich nie passieren. Oh, Hilfe. Ja, das ist halt das. Weißt du kannst da gerne rangehen, weil bringt mir ja eh nichts. Ich verliere das Ding eh wieder und der explodiert dann einfach. Deswegen probier's aber gar nicht mehr. Ich habe noch bessere Chancen, genau, weil er dann halt eben auch auf dich zielt. Ansonsten bringt mir das Ding ja nichts. Okay, natürlich trifft es genauso perfekt. GG, Garuga, GG. Ich muss mich erstmal einspielen. Also mach nicht so hart am Anfang. Lass mich am besten gewinnen. Mhm, du hast heute noch kein Spiel gemacht. Na dann, spiel mal, ne? Du hast jetzt die ganze Zeit Zeit. So. Mal schauen. Oh, auch Zufall, okay. Na, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt, wenn wir beide Zufall nehmen. Das kann auch sehr interessant werden. Ridley gegen Dark Samus. Das ist ein interessantes... das ist ein interessantes Match, muss ich sagen. Ey, nicht die typische Samus-Methode hier machen. Das geht nicht. Ja, Hilfe. Ich kann einfach nicht reinkommen. Die anderen sind schneller. Ja. Gott, ich habe keine Ahnung mehr von... Ich habe vergessen, die Omega-Karte zu nehmen. Ja, alles gut. Kein Problem. Ah, Mann. Okay. Nein! Ah, schade. Ach, Mann. Du bist halt so angreifbar während dem Smash. Du machst auch keinen... Oh weh. Ah. Okay, der seitliche Luftangriff ist auch interessant. Natürlich. Natürlich fliege ich da einfach durch, ne? Ist ja klar. Okay. Puh. Ah, GG. Das war eben meine erste Runde seit 3 bis 4 Tagen. Also, dass du nicht viel Zeit brauchst, hier anzuspielen. Wenn du viel Zeit brauchst, dann, wie gesagt, trainier. Geh einfach trainieren. Und ja, jeder kommt rein, keine Sorge. Bereit? Okay, Marcel. Wie jetzt jeder auf Zufall geht. Okay. Auch interessant. Es ist scheinbar ansteckend. Und GG, Xamok. Ich hoffe, ich hab's gesagt. Sorry. Das ist, wenn ich dann immer sofort auf das im Chat eingehe, vergesse ich es manchmal.
tut mir leid. Ja, und das ist eindeutig auch von Kuma angesteckt worden. Die Karte mit dem Monster Roar. Gott, diese Karte macht mich irgendwie so fertig. Ich weiß nicht weswegen. Aber irgendwie macht mich die Karte fertig. Ich finde die gerade furchtbar. Geht es nochmal jemandem so, dass es einem einfach kotzübel wird? Ich weiß gar nicht weswegen. Aber es ist einfach so. Vielleicht weil einfach alles so nah ist gerade eben. Das ist echt richtig unangenehm hier. Ja, natürlich. Hast du einen YouTube-Kanal? Ja. Ausrufezeichen, links gibt dir alles, was du wissen musst. Bye! Ich hätte mich sogar retten können. Ich wusste bloß nicht mehr genau, wie das funktioniert. Ah, Mann. Was? Ja, toll. Was bringt das Ding überhaupt, wenn es jeder direkt platt macht? Was genau waren das? Kannst du mir das gerade eben erklären? Wieso mache ich danach nicht einmal einen Griff? Oh, das hasse ich halt. GG, Marcel. Mann. Naja gut, habe ich da nicht gespielt. Aber meine erste Runde mit Dunkle Samus. Ja, ja, klar. Gar kein Ding. GG. Ich lasse mich halt, das ist halt das große Problem. Deswegen spiele ich auch gerade keine Mains mehr. Weil ich lasse mich halt immer einfach outplayen. Und zwar ständig und immer. Und das muss ich mal ablegen. Weil davor brauche ich auch kein Main spielen, wenn das eben noch mein großes Problem ist. Das ist halt die Sache. Erstmal muss ich damit klarkommen, bevor wir irgendwie was anderes machen wollen. Na, fehlt noch Tregeos, okay. Wir bekämen auch eine zweite Runde rein. Wenn es dann wirklich alle sind, dann können wir eine zweite Runde machen, wenn wir dann ein bisschen weniger Team Smash machen. Was dann eigentlich auch geht, nicht wahr? Definitiv nicht die richtige Taste. Und nicht tot. Team Smash kommen ja alle eh öfter dran, genau. Vielleicht machen wir auch dann irgendwann mal in Zukunft mehr Team Smash. Wieso kann ich nicht in der Luft ausweichen? Wieso ist das immer... Wieso funktioniert das nie? Das verstehe ich immer nicht. Das war richtig dämlich von mir. Es ist Kirby. Was wird er wohl machen, wenn er über mir steht? Egal, was er machen wird, weil ich eh auf alles immer drauf reinfalle. Dankeschön. Ja.
Ich habe einen Reichweitengriff, okay. Das ist aber halt immer kein Killangriff. So toll. Ich liebe es. Dankeschön. Gott. Was auch immer mit dem ersten PK Fire passiert ist. Nein! Da wollte ich mich eigentlich festhalten, aber okay. Hä? Macht er es doch auf dem Boden? Wie ist das? Nee, aber wieso? Ach, wenn er dann landet, dann kann ich das nicht mehr machen, oder wie? Ist ja extrem merkwürdig. Natürlich! Natürlich! Na gut. Und ich bin tot. Ich hasse die Rettung von Lucas. GG, Tatara. GG. Schade. Bleibt den Jellyfield drin stecken, ja. Ich habe in der Zwischenzeit meinen Switch-Controller für Dauntless als Xbox-Controller benutzt, was komplett anders ist. Okay. Danach habe ich immer Gen U und Warframe gezockt. Was nochmal komplett verschiedene Steuerungen sind. Da musste ich mich nochmal eine besondere Steuerung von Legifarben Pokémon auseinandersetzen. Jetzt spiele ich Smash, was nochmal anders ist. Ich komme selten durcheinander. Ja gut, das kenne ich aber auch, wenn du einfach 10 verschiedene Spiele spielst. Ich meine, ich spiele gerade eben Sekiro, Breath of the Wild, Nier Automata, Gen Ultimate und Monster Hunter World gleichzeitig. Alles sehr ähnliche Spiele, aber alles grundunterschiedliche Steuerungen. Das ist auch teilweise sehr verwirrend. Das war merkwürdig. Entschuldigung, können Sie bitte aufhören, diesen Staubsauger nach mir zu werfen? Guter Herr. Luigi, mein Boy. Ja, was tue ich denn? Ja, das ist eh die falsche Seite. Wieso hängt er da immer in der falschen Seite dazu? So, wie da die Griffe kommen. Ja, wow. Okay. Schön. Luigi und Mario. Was? Was war das denn? Wie er einfach die Kante runterjoggt. Hä? Okay. Gut, das war jetzt... Naja. Hätte nicht sein müssen, da habe ich auf den Chat geachtet und bin einfach bloß runtergerannt, aber... Gibt's da nicht normalerweise irgendwie... Das ist das Problem bei Captain Falcon. Er rennt aber viel zu schnell. Sollte einfach mindestens die Hälfte der Zeit, wenn ich blocke, nachdem ich geblockt habe, nicht angreifen, weil ansonsten wird einfach instant gegengeblockt. GG. Ja, und da kommt der natürlich. Jog gern Kanten runter, ja. Normalerweise gehe ich zuerst in den Trainingsmodus. Ich hab's dir 10-mal gesagt, dann geh in den Trainingsmodus. Meine Güte. Das ist ja schlimm. Das war ekelhaft. GG. Je.
gut. Auch Zufall, okay. Hab hier nach dem Parry, ja. Das war schon sehr heftig. Ist eine starke Kombo. Vor allem, wenn man es halt kann. Okay. Warte, war Touch Me? War Touch Me Larry? Ich weiß es gar nicht. War nach Touch Me? Uff, da fragst du mich. Ich verstehe es teilweise aber auch nicht, ne? Wieso habe ich auf diesen ganzen Angriffen immer so viel... Und ich spiele jetzt so viele verschiedene Leute und es ist immer so, dass ich einen Angriff mache und deswegen nie gescheit blocken kann. Okay, bye. Das war überhaupt nicht gut. War nicht Dings dran? War nicht Mattes dran? Nee, warte, doch. Wie spielt man denn mit Lucario? Keine Ahnung. So zum Beispiel. Da wollte ich zwar nicht unbedingt reinrennen, aber... Ja, toll. Ja, oder Mattes war Erste. Ja, das kann auch sein. Stimmt, genau. Okay. Nicht so ganz wie gewollt, aber gut. Ich bin Lucario, man ist awesome. Okay. Ah ja. Ich wollte gerade sagen, wieso tue ich das immer wieder? Mein Lucario ist halt schon toll, weil du super schnell bist. Oh, da halt wieder. Ich wollte halt blocken, aber... Na, ich darf ja nicht. Was zu essen machen? Guten Appetit, Marcel. Trigios, sorry. Das schaffst du noch, oder? Ja. Wenn ich meinen neuen Char auspacken, nicht Bowser. Natürlich. Da haut mich der Hammer raus, ja. Hätte ich aber beschillen sollen. GG. Ah, schade. Dann nochmal die Arena besiegt den Streamer. Wieso? seitliches B ist auch ein Griff, wenn du nah genug dran bist. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Das müsste ich vorwarnen, ich muss meine Kombos noch üben. Okay. Bereit? Ah ja, die krassen Kombos. Dann schauen wir doch mal, was du für Pummeluft-Kombos raushaust. Mal sehen. Hey, Donkey Kong. War ja auch so ein Charakter, so am Anfang, wo ich gerne mal weiter probieren wollte, aber irgendwie... Da hatten wir teilweise ja auch die... Oh nein. Die Kill-Moves so drauf. Da, schlaf hier weiter. Ich hab dir da ein Bett gebaut.
Jetzt ist es schon sehr hart laggy gerade eben. Okay. Ja. Ja, wie gesagt, das ist natürlich auch interessant mit Donkey Kong, aber halt auch bloß gegen manche Charaktere. Bei manchen hast du da keine Chance. Schade, ich dachte, das machen wir jetzt noch ein bisschen. Das war schön. Und Tartaria spielt bloß für die Memes. Keine Sorge. Ich spiele eigentlich Lemmy, aber Larry ist ja auch nur eine kleine Schildkröte im Wagen. Ja. Die Koopa, wie heißen sie denn? Koopa-Kinder? Da kam die Klatsche. GG. Wie süß Pummeluff geguckt hat, das war schon sehr niedlich. Je, GG. Koopalinge, aber bloß so, okay. Ich dachte, die heißen irgendwie noch anders, aber Koopalinge kann sein. Gut, schön. schönes Duell. Okay, gegen Link. Link ist bei dir ja auch sehr, sehr fies, muss man sagen. Mal sehen, was bekommen wir? Esse gerade, wer... was heißt, ich weiß, ob ich wieder kann, wenn ich eigentlich dran bin. Okay. Jo. Okay. Ich dachte, die kann man einfach so essen. Aber scheinbar die Bombe nicht. Jo. Das ist halt schon echt mies, ne? Ah, oh, er ist aber so großartig. Das ist halt das. Das ist mein größtes Problem. Und das stellt Louis einfach immer so schön unter Beweis, was aber das große Problem ist. Hä? Wieso habe ich das denn auf dem... Was? Wieso habe ich das denn auf den Boden geworfen? Wie merkwürdig war das denn? Komme ich nicht mal mehr zum Angriff. Schon wieder ein komplett nutzloser Schlag. Das ist, wenn einfach 50% meiner Schläge komplett nutzlos sind, ne? Ja. Weiß ich jetzt halt auch wieder nicht, was ein starker Schlag mit Dings. Natürlich blockst du das! Oh Mann! Ich ist einfach hasse!
sehr, sehr ätzend. Ich hab deinen Bumerang gegessen und jetzt? Das wollte ich nicht. Man kann es wieder aufheben. Das wusste ich bisher auch noch nicht. Falsche Richtung. Hä? Ach, beide Pfeile dann. Das ist ja krass. Okay, ich verstehe. Ja. Keine Chance. GG, Garuga. GG. Da kann man witzige Sachen machen, aber definitiv nicht so einfach. Ich hasse das Video jetzt schon. Oh, das ist nicht gut. Wieso? Dann ändere was dran, dass es nicht mehr Hass. Das ist ja nicht so schön ansonsten. Okay. Ich muss viel üben. War schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Gegen Bewohner. Okay. Ich kann alles Mögliche einsammeln. Okay. Dann block ich halt nichts ab. Ist gut. Was zur Hölle? Als ob! Ist das an mir? Weil gerade eben laggt doch sehr viel, ne? Da liegt das heute irgendwie an mir, keine Ahnung. Lulligagi, ist das so richtig? Ich hoffe es auf jeden Fall. Willkommen zum Stream. Hallöchen. Hey, ganze 28 Schaden. Das war richtig, okay, sehr gut. Ist immer ein bisschen schwierig, das so. Ja, wow, voll reingehauen, ne? Das so. So neben dem Kampf zu schauen. Was macht man denn mit Bewohner so Interessantes? Keine Ahnung. Weiß nicht, ob der Baum wirklich funktioniert. Kann es an dir liegen? Bei mir ging es doch. Ja, aber keine Ahnung. Weil es jetzt doch bei mehreren Leuten so ist, die normalerweise auch kein Problem haben. Deswegen bin ich halt etwas verwirrt. Moment. Wie ist das eigentlich? Wann reitet man das Ding und wann nicht? Wann ist eigentlich der Regenschirm und wann ist das eine... Keine Ahnung. Kämpft man mit der Schleuder interessant? Überhaupt nicht, weil die halt überhaupt keine Reichweite hat. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit Bewohner kämpfe. Das ist halt wieder so ein Charakter, wo ich mich frage, wie genau mache ich überhaupt Schaden? Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Den Baum kann sich auch vor Geschossen. Ach, B gedrückt halten zum Reiten, okay. Naja, ich kann mich schon vor Geschossen verstecken, aber das bringt mir ja nichts. Das ist halt. Bleib da halt stehen und warte, bis der Baum umkippt.
Das geht vielleicht gegen NPCs, aber halt nicht gegen... gegen wirkliche Spieler. Würde ich jetzt zumindest nicht sehen. Diese Schleuder ist halt schon ganz stark, aber... ich kann sie halt nicht kurz über... ja, so kann ich sie kurz am Boden aktivieren. So eine kurze Reichweite ist halt verdammt, verdammt schwierig. Ja, das ist... halt, das war falsch. Du bist fertig mit Essen, okay. Naja gut, GG, Samorok. GG. Ich habe keine Ahnung mit Bewohner. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. So, okay. Oh nein. Ja, ist ja gut. Heute nicht. Nein! Bitte nicht in die Warteschlange stellen. Und wenn du aus Versehen reinkommst, dann bitte nicht drin bleiben. Bitte darauf achten, dass du da wieder rausgehst. Dann war auf die Bank stellen. Das wäre super. Und bitte die Arena verlassen. Danke. Ja, geht immer noch nicht. Du musst auch mal gehen. Alles gut. Ja, na Marcel, du musst noch mal eine Runde warten, Marcel. Das wird jetzt nichts mehr. Oh, doch, okay. Krass. Okay, man muss einen Kampf dann noch mal anfangen, anderen. Okay. So geht's dann auch. So. Endlich mal einen Moment ohne Schmerzen am Tag. Na, immerhin. Immerhin. Natürlich kommt Captain Olimar. Wer denn auch sonst? Wie es mich halt immer trifft. Das sollte mich eigentlich nie treffen, weil es einfach so eine bescheuerte Richtung hat. Aber es trifft mich halt immer. Wow. Ja, gut. Mann. Jetzt mich aber beinahe gekillt hätte, ne? Und schon wieder. Das hätte mich definitiv nicht treffen dürfen. Nein, ich hab doch geblockt! Mann, das hasse ich halt so! Wieso funktioniert das denn nie, wenn ich blocke? Das ist so ätzend! Ja, komm. Ja, ist ja gut. Jetzt kann ich mir auch meine Pikmin nicht mehr holen, natürlich. Das ist jetzt eh vorbei. Ja. Soll ich überhaupt noch spielen oder werde ich jetzt die ganze Zeit in die Combo? Oh, Mann. Ja, gut. Jetzt habe ich wieder keine Pikmin.
Bis ich jetzt die Pikmin hole, werde ich dreimal getroffen. Oh Gott. Das ist teilweise einfach Hassel, ne? Gott, der Griff braucht ewig, wenn man den verhaut. Da kannst du nicht einfach so greifen. Und selbst dann weiß ich halt nicht, was ein gescheiter Griff ist. Keine Ahnung. GG. Ach, Mann. Das war jetzt wieder ärgerlich. Das war dieses eine Mal blocken, wenn ich das hinbekommen hätte. Na gut. So, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Niemand? Hallo? Loligagi, du kannst auch gern reinkommen, ne? Achso, ja, beziehungsweise wir folgen der Reihenfolge, keine Ahnung. Es gibt im Moment eigentlich keine Reihenfolge, deswegen, ja, mach mal einfach, oder? Wo ist Tara? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir machen einfach mal weiter. Weil ansonsten stehen wir hier noch ewig blöd rum. Da kommt eigentlich Vortrigius, okay. Weiß ich nicht. Ja, okay. Da hätte ich mir sehr viel Schaden ersparen können. Ich da einfach bloß. Ach, ich will einfach ab und zu mal schnell kontern, ne? Aber es geht einfach nicht und ich verstehe nicht, weswegen. Einfach so einen knappen, schönen Konter, aber da muss man irgendwie immer so eine halbe Sekunde, bevor man getroffen wird, das machen. Du musst rüber zum Fürsten, okay. Ah, toll. Dann viel Spaß. Und dann wieder zu lange Angriffsanimation. Mann, wie ich es hasse. Und schon wieder nicht, klar. Das ist einfach mal eine schöne Möglichkeit, um zu versuchen zu blocken. Aber ich krieg's einfach nicht hin. Ich kann aber nicht blocken. Und selbst dann, was bringt es mir dann? Dann werde ich ja doch wieder getroffen. Okay. Ja, gut, okay. Feststufe bin ich in Gen U offline. Ich habe keine Ahnung. Schau in den Let's Plays. Woher soll ich das jetzt genau wissen, ne? Das. Da achte ich doch nie genau drauf. GG, Loligagi. Das müssen wir wiederholen.
GG. Gut gespielt. Ja, stark gespielt mit Sonic, muss ich sagen. Fiese, fiese Sache. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich tun soll. Das ist halt, oh Gott. Was für ein Kampf. Das ist halt wirklich, wie mache ich jetzt weiter? Wie geht's denn weiter mit dem, oder wie ist der nächste Schritt, sage ich mal? Da komme ich halt irgendwie nicht hin. Noch Stufe 7, okay. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, auf welcher Stufe ich bin. Könnte auch 7 sein. Wieso tue ich das? Wieso genau tue ich das? Ups. War ich das etwa? GG. Das ist halt auch wieder gerade eben keine gescheiten Angriffsmöglichkeiten. Ja, gerade Geardrom. Okay. Naja, über Geardrom bin ich ja schon weiter. Aber wie gesagt, keine Ahnung, wo ich bin. Dann aber viel Glück gegen eine Geardrom. So, weiß jeder zweimal? Glaub, ne? Zumindest die, wenn wir uns da sind, dann Lulligagi, dann kannst du nochmal rein. Ich bin echt widerlich gegen Snake, ja. Wenn man halt ein bisschen schneller ist, dann ist das, kann das sehr, sehr fies sein. Wie gesagt, achso, nee, Marcel. Okay, Marcel ist jetzt aber gerade nicht. Achso, Marcel ist. Ist rübergegangen, genau. Okay. Stimmt. Okay, gut, dann. Machen wir noch die Runde und dann können wir in die Teamkämpfe übergehen. Genau. Können wir gleich schon mal ein Thema für... Wieso immer? Was ist das denn? Kann ich vielleicht mal keinen Fire Emblem Schwertkämpfer bekommen? Wenn ich hier kämpfe, wäre super nett. Ich habe gehört, es gibt noch andere Charaktere. Aber ist bloß so ein Gerücht. Helme? Helm ist ein super interessantes Thema. Wollen wir Farben machen? Farben können wir vielleicht später nochmal ein bisschen. Aber hey, das Schöne ist, ich muss mir überhaupt kein neues Angriffsmuster merken. Thema Fire Emblem Schwertkämpfer. Halt, warte, es gibt doch nur die. Oh. Hat Lucina eigentlich auch einen Konter?
Habe ich die ganze Zeit aber nicht gekontert. Ich bin ja so einer. Wow! Komm mal, klar hier! Natürlich. Yeah. Oh! Okay. Super knapp. Ah, Mann. Schöne Kombo. Ah! Ich hasse das an den Kanten, wenn die dann manchmal so runterrennen. Alle Fire Emblem-Charaktere haben Konter, okay. Okay, hallo. Au, nein, au, jetzt, hallo! Okay. Na ja, gut, das war richtig idiotisch, das so zu probieren. Das ist halt auch das, ich muss viel, viel bessere Situation. Ich muss halt viel schneller reagieren. Ich weiß meistens, was falsch ist. Aber halt eine halbe Sekunde, nachdem es falsch war. Und das ist halt, das ist mein größtes Problem. Die Geschwindigkeit. Das werde ich wahrscheinlich nie wirklich, wirklich hinbekommen. Also Darain meine ich, ja gut. Darain ist nun mal ein Fire Emblem Charakter. Ah, schade. Da wollte ich... Hä? Ich wollte einfach zweimal den seitlichen machen und zweimal einfach die aufgeladene B. Interessant. Gut, dass wir darüber geredet haben. Das ist manchmal einfach so merkwürdig, ne? Okay, davon holst du dich nicht mehr. Ich bin wahrscheinlich auch instant Gemüse. Ja! Yep. Das ist so klar gewesen. Das ist so klar gewesen. Ich kann so einen hohen Prozentvorteil einfach nicht aufrechterhalten. Dann findet immer jemand etwas, wie er mich instant raushaut. Oh, okay, das war gemein. Ah, schade. Okay, ich glaube, das hättest du gut gewonnen. Schade, ja, falsche Taste. GG, GG. Trotzdem sehr, sehr gute Runde. Stark gemacht. Was ist Ausrufezeichen SR? Das ist immer wieder toll, ne? Wenn Leute einfach ohne irgendwas zu sagen, ohne irgendetwas, einfach in den Chat kommen und irgendwelche Commands probieren. Weiß jemand, was Ausrufezeichen SR bedeuten soll? Ich weiß nicht mal, ob er Deutscher ist. Super Smash, your mama. Are you English? What are you trying to do with this command? I don't have a bot that has this command. So, what do you try to do? Hochzeitsdatum von Miso und Drake. Und Loligaki, vielen, vielen Dank für den Follow. Sehr freundlich von dir. So, wir gehen in den Multiplayer über, in den 2 gegen 2 Modus. Für Leute, die neu dabei sind, ihr dürft natürlich hier auch gerne wieder joinen. Und hier werden wir immer 2 gegen 2 Teamkämpfe machen. Ihr dürft auch gerne eine eigene Map raushauen, solange sie streamgerecht ist. Und dann, ja, spielen wir ein bisschen 2 gegen 2, immer wieder mit Themen. Das heißt, für jede Runde wählen wir ein neues Thema, was die Kämpfer haben sollten. Und dann smashen wir damit ein bisschen, damit man halt nicht immer wieder die gleichen Leute hat. So, ach hier. So, JHXK3. Und natürlich Ausrufezeichen-ID bringt euch in die Halle. Ich hoffe, das ist klar. 3. Perfekt. Ausrufezeichen Witze, bitte mach es. Ich spiel auch den Bot. ich find's, es ist so passend, dass Miso mit U endet. Dann und kommt und dann kommt Dragon. Der mit D anfängt. Ach so, ja. Ja, das Doppel-U und das Doppel-D. Ja. Das sieht schon schön aus.
Nice. So, was war die erste Dings? Was war die erste Helme, nicht wahr? Nee. Was war das doch? Wähle deinen Kämpfer. Genau, Helme hatten wir. Genau. Wer hat denn einen Helm auf? Wirklich einen Helm? Es gibt schon ein paar, muss man sagen. Jetzt muss man überlegen, wen wir nehmen. Guten Abend, Dragon. Soldat Draco. Jetzt bleibe ich Soldat Draco. Ich melde mich zum Stream. Und dann willkommen, Soldat Draco. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zum Stream. Und ich hoffe, du kannst es hier genießen. So. Das wird sagen, Xamok-Spendemenge, okay. Gäb schon einige Möglichkeiten, ne? Okay, jeweils ein Mega Man. Gut. Gäb schon viele, viele Commands. Wenn ich mal ganz viel Zeit hätte, könnte ich die ganzen Commands mal irgendwie reinpacken, aber im Moment wird das leider nicht unbedingt was. So, ich bin ja noch auf Touch Me's Mii-Schützin gespannt. Das wird, wird sicherlich ganz, ganz spannend. Hey, Sluggy wieder. Ah ja, okay, Samus. Gott, was passiert denn da? Ach Gott, ich spiele Mega Man. Richtig. Wow. Au, das habe ich nicht gesehen. Oh nein! Nein, tu es doch nicht! Was hast du getan, Touch Me? Yagi! Wer hatten gerade eben. Oh, ich seh's! Au! Ja, ja, ist ja gut! Ah, ich lebe! Okay. Ich will auch was haben. Das ist ein Xamok vs. Draco Dragon. Alter, wir dürfen uns aussuchen, wie du mich nennst. Nenn ich ab jetzt Punisher. Das kann ich leider nicht. Wieso habe ich Evoli. Evoli sag ich schon. Pipi. Nein, wie heißt das Ding nochmal? Togepi. So viele Dinger mit Pi. Pokémon gibt es eindeutig zu viele Pokémon mit Pi. Nein, schade. Da war er gerade eben weg. Da war er da und dann weg. Na? Na du? Wow, wow, Achtung. Nein. Ah, oh, wie mies das war. Dieser Panzer, ne? Na, ich will nicht sagen, dass er mich nennt. Sondern wie ich das Thema und abmelde. Ich will mich selber entscheiden, wie ich nennen wollte. Ich meine, das musste... Das musste Dragon Hunt halt auch so bringen, weil es war einfach der perfekte Pun. Au, ey. Nein! Achso, doch, ja. Andere Mega Man ist tot. Au, au, ey. Geh mal weg hier. Geh mal weg hier. Push. Bin der bessere Mega Man. Nö. Nein, ich wollte schießen, Mann. Das ist so merkwürdig, dass man das in der Luft nicht aufladen kann, ne? Na, großartig. Und beide getroffen, ist ja klar, ne? Okay, du hast sogar noch überlebt, krass.
Das ist überhaupt nicht das, was ich tun will, aber okay. Ach ja, das gibt's ja auch noch, richtig. Haben wir eigentlich schon nächstes Theme? Was machen wir denn als nächstes? Ich hab Beam Man gefunden. Ey, was zur Hölle? Wieso hat das mein Stab aus der Hand gezaubert? Wie doof das aussieht. Haha! Ich hab halt leider echt keine Ahnung, was ich mit Mega Man tue. Jetzt sterbe ich hier gleich auch noch. Pokéball, go! Halt's auf, natürlich! Ich hasse es. Und genau das ist halt das. Das ist halt... Louis hat gerade eben den Pokéball gefangen, die Kiste im Rollen gesehen und sich dann geblockt. Und das sind halt einfach Sachen, die ich nicht kann. Und deswegen werde ich da nie was Gescheites reißen, ja. Das ist halt das. Das wird halt so nicht funktionieren. GG. GG. Astros Bogen wahrscheinlich war vielleicht nicht die beste Waffe für den Gia, aber Vogel wird man einen Stein bekommen. Unter 10 Minuten. Okay. Na gut dann. Naja, du musst bloß richtig treffen, ne? Vogel wird man einen Stein wieder verloren. Was? Nennt sich eine Känzel. Er hat sich halt echt eine Punisher genannt. Du hättest das Pun noch groß schreiben müssen, Dragon Hunt. Damit das halt, wieso ist eigentlich eine Punisher frei? Ja gut, okay, mit Underscore, Double Underscore. Charles mit Bärten. Oh, Charles mit Bärten finde ich gut. ich habe mich jetzt zwei Streams von einem Soldat durchgenannt, weil ich Gronkh-Fan bin. Dann ist mir aufgefallen, dass ich die Anrede Soldat lassen kann. Weil ich das bin und einfach meinen Namen hinzufüge, sollte es passen. War schon vergeben. Ach, schade. Danke, es gibt wahrscheinlich mehr. Wer zur Hölle hat einen Bart hier? Gibt es überhaupt Leute mit Bärten? Die meisten sind halt wirklich glatt rasiert, muss man sagen. Wenn man das jetzt wirklich so anschaut. Selten genug haben Charaktere tatsächlich einen Bart. Nintendo steht scheinbar nicht auf Bärte, muss man sagen. Hat Bob Waifu einen Bart? Nee. Ja, doch, hatte er. Aber ich spiele gerade nicht Bob Waifu. Mario, Mario, Luigi, Snake, ja. Donkey Kong hat auch keinen Bart. Snake. Nehmen wir Winter Wunderland Snake. Nein, Hilfe. Ich will da rein. Oh, warte. Ich kann hier die Stage-Auswahl noch auf Zufall machen, damit meine Stage nicht drankommt. So. Sind da alles Männer mit Stil? Obwohl ein Bart kann auch richtig vornehm sein. Ja, so ein guter Bart, der kommt schon ganz gut. Donkey hat einen Ganzkörperbart. Ich weiß nicht, ob das so... Ich weiß nicht, ob das so zählt. Belohnungsfenster ist lang getrödelt und den Stein deswegen wieder verloren. Sind das nicht 350 Sekunden oder so? Wie zur Hölle kann man 350 Sekunden lang nicht auf A drücken? So, na, einer von euch muss noch rein. Wir sind gerade ein bisschen zu wenig. Irgendjemand muss sich opfern. Ja, das muss immer einer doppelt. Die Armen. Ah, Cloud hat leider keinen Bart. Sorry. Du musst dich schon an die Regeln halten. Scheint eine haarige Sache zu sein. Tut mir leid. Es muss jemand mit Bart sein. Lulligagi. Du musst dich an die Regeln der Themen halten. Ich kann mir das mal Musik ändern. Wait, what? Es gibt jetzt immer gewisse Themen pro Runde.
Und dieses Mal ist das Thema Bart. Deswegen musst du jetzt einen Charakter nehmen mit Bart. Das ist halt so die Sache, um es ein bisschen aufzulockern. Damit wir, wie gesagt, damit wir das Ganze halt ein bisschen auflockern können. Aber alles gut. Kein Problem. Kann auch ein Mii sein, der einen Bart hat, ne? Ich sollte mir einen Bart-Simpson-Mii machen. Der wäre aber sogar erlaubt. Funktioniert dieses Ad noch? Als sollte es ja eigentlich nicht. Der Name ist ja jetzt anders. Okay. Auf geht's. Wie gesagt, sollte er eigentlich nicht, weil es ist, geht jetzt nicht mal auf den Namen. Schätz ich mal. Dr. Mario einfach, ne? Aber der Spam des Todes. Ah, schön. Oh. Hey, Bob Ross ist es. Ja, okay. Bob Ross kann das natürlich sehr gut. Wow, das war doof. Ja. Ah, ich hatte doch die Falle gelegt. Die habe ich selber nicht mehr gesehen. Ich dachte, die wäre irgendwie kaputt. Verdammt. Nein! Verdammt. Das wäre eine echt schöne Situation gewesen, wenn ich dich beinahe meinen Teampartner gekillt hätte. Okay, oh, okay. Okay. Okay, was geht hier vor sich? Gott, Hilfe. Durch den Smashball, eigentlich bringt der ja nicht so viel, ne? Verdammt. Hey, ich habe noch mal ein Leben. Gott, dieser Turm. Sehr schön. Ich hoffe, das killt wenigstens irgendjemanden. Nö. Ja, Bob Ross hat es auch überlebt. Schade. Ich meine, Bob Ross überlebt alles. Oh. Ah, jetzt okay. Du treibst hier mal nicht. Yes. Ich habe Bob Ross getötet. Piep. Beep, 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 beep. Perfekt. Mal sehen, ob wir damit irgendwas anfangen können. Das war Schaden. Was? Wie ist denn meine Rakete durch euch beide durchgeflogen? Was zur Hölle war das denn? Oh nein. Bleib mir bloß weg, du blödes Teleport-Ding. Ich weiß noch ganz genau, wie mich das Ding unter die Stage teleportiert hat. Wow, okay, das habe ich nicht gesehen. Das könnte ganz gut unser Ende bedeuten. Ja. Die Ulti von Luigi ist stark. Okay, GG. Nächstes Mal Charles ohne übernatürliche Fähigkeiten. Na, Melinda zum Beispiel. Würde ich sagen. Melinda ist ein... guter Partner. Alle haben irgendwas drauf. Ja, schon, aber... hier, wie Fit-Trainerin... Snake, halt Sachen ohne Magie oder ähnliches. Little Mac, genau. Solche Leute, würde ich sagen. Die passen dann schon ganz gut. Okay, also Charaktere ohne übernatürliche Fähigkeiten. Bewohner ist auch so jemand. Das ist halt, das ist schwierig, aber da gibt es schon ein paar.
Ja, Link zählt schon. Pause. Naja, grundlegend. Das ist, ich würde sagen, das ist ein relativ offenes Thema. Da kann man viel, viel rein und raus interpretieren. Pause ist ein ganz normaler Drache. Ja. Ja, wie fit geht. Wie fit geht auf jeden Fall. Ich meine, man könnte jetzt sagen, dass der Sonnengruß Magie ist oder was Übernatürliches, aber das ist einfach ein Sonnengruß. Triforce ist doch übernatürlich. Ja, aber man nutzt es ja nicht die ganze Zeit, deswegen. Es ist schwierig. Wie gesagt, lassen wir das mal als offenes Thema. Oh. Seht ihr, das sind auch alles relativ normale Charaktere. Ich hätte es vielleicht mal Belinda nehmen können oder so, aber auch Piranha-Pflanze ist jetzt eigentlich nichts. Gut, eine Piranha-Pflanze an sich ist was Übernatürliches. Vor allem, wenn sie Gift und Metallbälle spucken kann, aber so an sich, denke ich mal, ist das eine gute Runde geworden. Gerade mit den Leuten. So, okay. Hey, Luggy! Long time no see. Bam! Oh, das ist so perfekt für die Piranha-Pflanze! Ey, lass das mal. Dann komme ich halt mal zu euch runter. Wobei, ihr habt das scheinbar alle gerade ziemlich im Griff. Wow! Was? Irgendwie wolltest du... Könnt ihr mal aufhören, mich zu comboen hier? Das ist ja furchtbar. Touch Me probiert wieder zu atmen. Nee, war das Touch... Nee, warte, wer war denn das? Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Bringt Leute durcheinander, die versucht haben zu atmen. Ah, hallo. Na? Du und deine Bienen. nein? Piranha-Pflanzen brauchen kein Training. Hab ich gehört. Bam! Schön weggesniped. Wow, das war cool. Nice gemacht. Ich bin dein Freund. Ich wollte dich bloß beglückwünschen, dass es so cool aussah. Da werde ich aber weggekloppt. Obwohl ich nicht dabei... Warte, was? Ach, habe ich Garuga gesagt? Ich meine Trigios. Warte. Ich bin sehr verwirrt. Ich glaube, ich habe dich gerade mit Trigios verwechselt. Also nicht eure Namen. Ich habe einfach bloß nicht drauf geachtet. Wie dachte ich du? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Na ja, komm. Komm ran. Das war diesmal der richtige. Ach so, die Karte ist da, obwohl du dabei bist. Richtig, jetzt. Ich war gerade super verwirrt. Das wäre ja nicht das erste Mal. Klar, stimmt. Hat jemand gedownloadet oder hast du die zum Download freigegeben? Halt so! Einer. Kannst du das bitte mal lassen? Oh Gott. Viel zu gefährlich. Kabam! Hol dir nochmal eine. Ah, schade. Holt er nicht. Ah, verdammt. Noch nicht? Okay, komisch. Meine. Ja, lass das jetzt mal. Natürlich. Nur Kirin und mein Grill bis jetzt. Okay. Oh, krass.
sehr, sehr komisch, was da wieder abgeht. Die Musik passt ja auch nicht. Das heißt, da sollte wieder irgendwas anderes rein, aber diesmal wurde dann halt die Karte reingenommen. Nicht die falsche Musik. Wow, okay. Na, dann komm mal her hier. Natürlich weicht der aus. Natürlich weicht der aus, ne? Das weicht dann. Yes! Yes! GG! Oh, die Combo! Oh! Oh, so schön! Plant Bombo Combo! Herrlich! GG! Schöne Runde! Genau wegen solchen Momenten liebe ich Smash. So, was spielen wir denn als nächstes? Was haben wir denn? Was machen wir denn? Was haben wir denn heute noch nicht wirklich gemacht? Kleine und junge Charaktere. Okay? Also, ich würde jetzt mal sagen, Ice Climbers, Pichu, Ness, Pummeluff, Pac-Man. So was nennt man Pro-Player. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, junge Charaktere. Junge und kleine. Kirby geht natürlich auch. Gerade solche. So, wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Pac-Man also nicht, der ist schon ziemlich alt. Ja, mir ist klar. Invasion der Toon Links! Vor allem, es gibt halt einen jungen Link und einen Toon Link, aber jeder nimmt Toon Link. Oh, schön, ja. Hey, jetzt haben wir hier, wie heißt es denn? Four Swords, genau. Das liegt an mir. Das liegt bestimmt an mir. Oh, schnell. Ich bin so gut wie tot. Oh mein Gott. Komm schon. Ja, es sind Four Swords. Komm schon. Das ist ein richtig uncooler Platz jetzt. Ah, okay. Ach so, ich habe gar nicht Start gedrückt, deswegen. Jetzt, sorry. Das war ein bisschen unschön. Ah, je. Besonders, dass die Farben so geklappt haben, ja. Dass halt jeder auch seine eigene Farbe genommen hat. Das ist so toll. Ja, Four Swords Duell, würde ich sagen. Oh Gott. Ich mach mal mit da oben. Das ist irgendwie so der Wirbelverein, habe ich das Gefühl. Oh Gott, nein, Hilfe. Ah, die Donut-Partei. Vielen, vielen Dank für den Follow. Sehr freundlich von dir. Au. Geh mal weg hier. Ich bin eindeutig der bessere Toon Link. Ah. Oh Gott! Ich will die Bomben fliegen. Ich meine, teilweise solche Kämpfer mit bloß einem Charakter sind auch ja meistens echt cool, ne? Muss man jetzt aber sagen. Oh mein Gott! Das war so knapp. Au! Oh, Hilfe. Können wir vielleicht auch ab und zu mal machen. Mal gucken. Bin also grün. Wer ist der tunigste Link? Feuerkraut! Achso, nee, das ist so ein Zupfkraut, ne? Maxi-Tomate, yes! Au, oh Gott, auf dich habe ich nicht geachtet. Ich war gerade ein bisschen mit Louis beschäftigt. Oh, weh! Nicht den... Oh! Ach, nee, er hat nicht den Pfeil.
Er hat den. Au. Er hat aber den direkten Angriff. Nice, sehr schön. Ich verpeste dich! Ich verpeste dich! Das ist ein dummer Pilz, ne? Wow, okay. Fiese Sache. Oh Gott. Wow, wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. Ja. Rumgeschreie die ganze Zeit. Na toll. Natürlich habe ich es direkt auf meine Plattform geworfen, ne? Oh shit, oh shit. Ah, Paus. Ich mag Paus nicht. Kabam! Von unten reingeschlichen. Ja! Nein! So. Wirst du wohl aufhören? Da. Poncho, kann ich. Ich kann ihn ein bisschen in die Richtung schieben. Yes! Mein fertig! Sehr schön. Ne, Breath of the Wild Link hat den Pfeil bekommen. Die anderen zwei Links haben noch ihren alten Smash. Ah, okay, der hat den Pfeil. Ich bin mir nie sicher, wer den Pfeil hat. Und wer den normalen Schlag. Schade. Wäre eine schöne Situation gewesen. Na? Oh. Ah! Ich hab nicht gesehen, wo ich war und wie es funktioniert hat. Nein! Das ist doch jetzt nicht wahr, ne? Das ist doch nicht wahr. Da, frisst das. Ah, nein. Was war das denn? Aber der Megaflug. GG. Schöner Kampf. Ich bin langsam im Schreiben, deswegen ich wollte sicher sein, dass ich es richtig geschrieben habe. Dass du was richtig geschrieben hast. Das hast du vorhin schon mal geschrieben, aber ich habe dann irgendwas anderes, aber ich habe keine Ahnung, okay? Das ist schön doof, ja. Ja, der junge Link hat das erste Mal in Ultra Smash, genau. Das gab es da vorher noch nicht. So, machen wir noch zwei Runden Zufall? Oder wie sieht's aus? Noch die zwei letzten Endrunden Zufall? Das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. Oder wollen wir pure wie sagt man denn, ein Charakterkämpfer machen? Ach, wegen dem Stein. Ach so, okay, ja gut, aber das hättest du vielleicht machen sollen, bevor du das... Ja, schade drum, aber findet man wieder. Jetzt verstehe ich. Was machen wir? Wie gesagt, alle Ridleys. Alle Ridleys wäre schon witzig. Können wir auch nochmal machen. Das wäre dann... Wären dann so die Endrunden. Ein Charakterkämpfer hören sich interessant an, ja. Na? Jetzt gerade, wenn das gerade so mit Toon Link funktioniert hat, das ist eigentlich auch eine... Achso, die Ridleys. Achso, alle grün. Wieso alle grün? Ich mag den normalen Ridley mehr. Ich meine, ich kann auch einen grünen Ridley nehmen. Danach alles Snake. Gerne. Alles Snake ist auch witzig. Oh, ich habe keine Farben. Grün. Jetzt wird viel geschliffen, oh ja. Das können wir gerne auch so zum Ende mal machen, nur so ab und zu, so ein Charakterkämpfe. Wie gesagt, die sind teilweise auch witzig.
Nein, nicht danach alle Pause. Noch zwei Runden und dann... Dann war's das für heute. Hatte schon zwei davon, ja. Okay. Niemand will bei Ridley mitmachen, ja. So, Ridley? Nö. Ich bin gar nicht hier. Oh, Dragon Hunt. Warte, warst du nicht der, der gesagt hat, alle grün? Ach nee, Touch Me war der, alle grün. Nein, nicht die Teams grün. Du ruinierst alles, Dragon Hunt. Du ruinierst alles. Oh Gott. Wir haben schon zwei auf der Truhe. Ja, dann also. So viel braucht man davon ja nicht. Okay. Vor allem jetzt hat keiner eine Ahnung, wer halt wer ist. Oh Gott. Jeder guckt erstmal so. Warte, wer bin ich überhaupt? Welcher Ridley bin ich denn jetzt? Wie ich aber hier durch die Gegend geschubst werde, das ist unfassbar. Aber die ganze Zeit. Was auch mal interessant wäre, wären solche. Wären passende Kämpfe, zum Beispiel zwei Samus gegen zwei Ridley oder so irgendwas. Das hätte auch was. Wir einfach alle über der Stage hängen und rumflattern. Ah, schade. Oh mein Gott. Ja, da habe ich mich ins Aus geschossen. Ja, schade. Ja, eigentlich sind unterschiedliche Farben sinnvoller, aber... Da wollte ich jetzt mal ihm den Wunsch gönnen. Oh, schade. Storykämpfe sozusagen. Ja, könnte man sagen, ne? So irgendwas, was Sinn ergibt oder sowas. Oder halt was Team- oder Teampassende Kämpfe. Wow, Double. Nice. Und Dragon hat Kills. Oh, beide Kills sogar. Oh, das ist mies. Vor allem werden wir jetzt sehr auf Samus Schiff abstürzen sehen. Das ist halt auch das. Au, nein. Oh, hallo. Jetzt jeder so nacheinander die Fähigkeiten bekommt. Ja gut, okay, das macht jetzt halt nicht so viel Schaden. Ja, 50%. 60 sogar, krass, okay. 60% ist eigentlich gar nicht verkehrt. Hoho! Okay, das ist nicht so schön. Oh Gott! Das war so... Nein, das war nicht deine! Oh! Hi! Verdammt! Mario und Luigi gegen Bowser und Bowser Jr. wären aber perfekt. Ja. Ja, du siehst ja, mit wem du zusammenspielst. Es ist ja immer 1 und 3. Verstehst du? Und ja, man kann es ja dann in der Halle ändern. Man müsste es dann halt bloß abplanen. Das würde halt ein bisschen mehr Planung erfordern. Ist nicht ganz so random. Wäre, glaube ich, auch ganz witzig. Weißt du, weißt ja dann, mit wem du reingehst. Warte, was ist hier los? Wieso bin ich jetzt gegen Dragon Hunt im 1 gegen 1? Im Ridley 1 gegen 1? Wer ist stärker, der Eis- oder der Feuer-Ridley? Ah, ich schleife dich über die gesamte Karte. Oh mein Gott. Au. Jetzt alles Snake oder Storykämpfe? Nee, jetzt alles Snake. Jetzt alles Snake hatten wir ja zuerst. Du bekommst ganz bestimmt nicht die Screw Attack. Ridley mit Screw Attack wäre noch schöner. Das ist so uncool. Okay. Jetzt muss ich bloß noch meine bekommen. Oh, danke.
und die nicht vermasseln, dann habe ich das. Yes! Das reicht doch, oder? Das reicht. Das reicht auf jeden Fall. Yes! Ende. Nice. GG. Puh. Was für ein Kampf. GR gefangen. Oh, Glückwunsch. Das ging diesmal schneller, ne? Darlene S. Ah, nee, wir machen Snake. Alles Snake hört sich gut an. So, wie gesagt, letzter Kampf für heute. Dann war es das für heute. Und wir machen alle Snake. Ist auch mal eine witzige Sache. Wie gesagt, da kann man ja immer wieder Abwechslung bringen. Wähle deinen Kämpfer. Können vielleicht alle, die keine Karte zeigen wollen, Zufall nehmen. Ja, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dass die eigenen Karten da ein bisschen drankommen. Was ist schön, mittlerweile habe ich halt auch ein paar Charaktere. Leo Snake muss drankommen. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt, dass ich mit Trigios jetzt im Team bin. Wie gesagt, das kann ich ja jetzt schon wissen. Nein! Wie aber... Ich dachte mir so, ey, ich bin jetzt mal richtig edgy und nehme den Leo Snake. Und dann nimmt ihn aber jeder. Stoi-Themen und Einkämpfe haben wir bisher. Ja, ist gut. Hab keinen zweiten gemacht. Wieso hast du dann Gia gefangen jetzt? Was? Ich verstehe es nicht. Warte, wir fehlten jetzt eigentlich noch. Okay. Bereit? Wieder alle den jetzt? Na, Touch Me ist der Außenseiter jetzt. In schwarzer Snake. Oh, nice. Es ist teilweise halt aber so doof, ne? Oh, schön. Oh mein Gott. Ja, ne? Spannender Kampf. Ich gehe mal in den Angriff über. Oh Gott, da sind überall so viele Minen. Ziemlich viel Now, würde ich sagen. Wow, was war denn das da? Ja. Ah, schade. Rauchball! Oh, das ist der Basketball. Okay, das wäre der Rauchball gewesen. Wow, okay. Er hat den beim allerersten Mal gefangen. Ja, schon, aber das hast du doch gerade eben schon. Ich verstehe jetzt gerade nicht, weswegen du mir das nochmal erzählst. Die Hunde waren so funny. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Ja, ich muss sagen, ich hatte auch viel Spaß. Gerade diese Dings. Ah. Welche ist denn jetzt meine Mine? Oh mein Gott. Was? Kabam! Töten wir dadurch... Oh, yes. Oh nein. Das ist halt so doof, ne? Am besten so weit möglich hier unten bleiben. Bringt nichts. Bei 200%. Nette Idee. Nein! Oh mein Gott! Du kriegst mich nicht! Na, okay. Nein! Oh Mann! Au! Au! Wow! Komm weg hier. Ich möchte wieder Dragon Hunter heißen. Ja, das sind jetzt, wie viel? 6 Wochen? Das wird eine Weile dauern, würde ich sagen. Nein! Oh, das gibt es nicht.
Schade. Oh Gott! Es liegen so viele Fallen unter mir. Nein, das ist los, verdammt. Ich hab doch keine Ahnung. Perfekt. Bringt es eigentlich was, außerhalb der Karte zu stehen? Ich habe ein Sternezepter. Zwei Monate, ja gut, okay. Dann viel Spaß die zwei Monate. Du alter Punisher, du. Es hört halt aber nicht mehr auf mit den Raketen. Oh Gott. Nein, was tue ich denn? Wieso springe ich so weit nach oben? Ja gut, okay. Das war nicht ganz so schlau. Du schaffst es, Louis. Du schaffst es. Ja, gut. Schade. Hatte ich vergessen. Was? Okay. GG. Oh, der Außenseiter-Snake hat gewonnen. Ugh. Ugh. Explosions everywhere. Ja. Wie kann bloß ein Nicht-Tiger-Snake gewinnen? Leoparden-Snake, wie auch immer. Das ist ja furchtbar. So, das soll's für heute dann aber auch gewesen sein mit dem Stream. Waren wieder gute Runden dabei. War auf jeden Fall witzig. Ich weiß auch nicht. Bleiben wir noch beim 2 gegen 2, beim 1 gegen 1? Keine Ahnung. Ja, nein. Ach, ich weiß es nicht. Ich muss irgendwie mal eine Trainingsroutine machen. Das war so heftig. Ja, das war schon heftig. Ich kann auch mal auf die Tribüne kommen. Komm. Das ist... Ich weiß es nicht. Die 1 gegen 1 Kämpfe, teilweise sind sie ja cool, aber teilweise habe ich halt auch gar keine Chance. Lass mich aber verprügeln. Da... Wie gesagt, irgendwie müsste ich mal ein grundlegendes Training machen. Um das wirklich mal rauszuhaben. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Schau mal. Ich meine, nächstes Stream wird dann wahrscheinlich wieder ein langer Stream. Deswegen, mal gucken. 50% der Kämpfe. Bär. Ja. Oder now. Beides so gut. Also wie gesagt, so diese. Ich glaube, was wir wirklich behalten, sind diese Ein-Charakter-Kämpfe. Aber so ab und zu die mal reinzuwerfen, ist halt super witzig. Und bringt das Ganze so ein bisschen durcheinander. Und kann halt auch ab und zu interessanten Sachen führen. Schon vorbei. Na gut, wünsche ich gute Nacht und bis in 3 Tagen zu Kalt Draco. Ich melde mich ab. Okay. Dann, Draco Dragon, vielen Dank, dass du dabei warst. Wünsche eine gute Nacht. Heirate mich bitte. Im Moment nicht. Außerdem, nee, das kann ich nicht. Da wird Misu böse. Das ist das Problem. Misu mag es gar nicht, wenn jemand anders hier von heiraten spricht. Tut mir leid, im Moment leider nicht. Ja, und mit Misu will man sich nicht anlegen. Was wird euch allen, dass ihr direkt heiraten wollt? Vor allem, dass jeder mich immer heiraten will. Das ist schlimm. Wie wär's erstmal mit dem Kaffee, ja? Okay, ich ziehe mich zurück. Alles gut, alles gut. Genau, wir fangen vielleicht mal langsamer an. Maybe you could touch me. Du hast doch seitdem du den Account erstellt hast, hast du doch auf den Moment gewartet, dass du das sagen kannst, oder? Oh, schön.
Tut mir leid, Lulligagi, aber wir... My private things. Wir müssen da langsam anfangen. So, jetzt beenden wir erstmal den Stream. Das ist erstmal Nummer 1. Und ja, war auf jeden Fall wieder witzig. Wie gesagt, ich muss mir irgendwas überlegen wegen den 1 gegen 1 Kämpfen, dass ich halt mal 1 gegen 1 trainieren kann. Ich weiß nur nicht genau wie. Ob ich dann vielleicht wirklich so ein bisschen gegen PC spiele oder sowas. Mal gucken. Ist ja ein Overlord, der Name. mal sehen. Dragonhand, halt, The Punisher, teilt euch mit, dass er nun bei den Fischen schlafen gehen will. Oh, das klingt nicht so gut. Gute Nacht an allen, vielen Dank für den wundervollen Stream, guten Nacht, super Runden, für die einigen Lage geführt haben. Ja, das ist sehr schön. Nenn einen Coach aus dem Chat. Okay, ja, aber es ist halt, die Sache ist halt, wir haben halt irgendwie gar keine Zeit dafür. Vielleicht müssen wir aber mal den Story-Modus abschließen. Dann können wir uns da mehr drauf konzentrieren. Das wäre vielleicht mal die Hauptsache. Ich würde sagen, ich lerne ja trotzdem hier und da immer ein bisschen was. Aber die große Lernkurve fehlt gerade im, oder der nächste große Schritt, sage ich mal. Dass ich da wirklich ein bisschen flinker werde. Aber wie gesagt, das wird vielleicht mit dem Dings. Mit dem Story-Modus dann auch besser. Dann habe ich auch ein paar mehr Charaktere. Mal sehen. Endlich mal wieder was Neues und nicht nur Themen. Er ist so großartig. Ja, ich muss sagen, wie gesagt, das ist schon ganz cool. Ich bin der Coach. Ich habe Doc Lewis als Profilbild. Ich meine, ja, das muss ich dir tatsächlich geben. Das ist tatsächlich schon sehr wahr. Der erste Coach gerade eben hier ist eben Doc Lewis. Sehr schön. So, und auf jeden Fall gute Nacht an euch alle. Wie gesagt, wir beenden jetzt auch den Stream. Deswegen nochmal vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für die schönen Runden. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Super Smash Bros. Ultimate. Dann wieder mit dem Story-Modus, aber natürlich auch mit dem Online-Modus. Also dann, ciao. So, und da ich das Gefühl habe, dass eh schon jeder pennen geht, werde ich dann jetzt auch hier nicht mehr lange rumfackeln, sondern wir beenden auch hier direkt. Achso, ich hätte nochmal in den Shop gucken können. Das kann ich nochmal machen. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. War sehr, sehr schön. Gute Nacht an alle natürlich, die gehen. Ich kann nochmal hier kurz rüberschalten. Dann gehen wir nochmal kurz in den Shop. Das ist ja eh nicht so wichtig. Aber wie gesagt, gute Nacht. Ich kaufe nur nochmal schnell ein. Und dann passt das. Was haben wir denn hier Schönes? Tickets sind nicht so wichtig. Kickly kaufen wir uns. Wir haben eh so viel Geld, ne? Stage-Builder-Musik. Oh, die war irgendwie witzig, die Musik. Du kannst sie halt nicht beim Kampf gebrauchen. Aber irgendwie war das eine schöne Musik, muss ich sagen. So, die kaufen wir nochmal. Sonic Boom. Ach, das. Ja, das ist auch eine gute Musik. Okay, ich meine, Street Fighter Musik ist immer gut. Zelda. Ey, oh, ein King K. Rool Outfit. Das ist natürlich auch nice. Okay, gut. Damit haben wir das nochmal. Durch Multiplayer kriegt man so verdammt viel Geld, ja. Und halt die Sache, dass ich halt irgendwie die ersten 50 Stunden nichts ausgegeben habe, macht es dann halt auch nochmal sehr viel heftiger. Ich habe ja irgendwie jetzt erst die letzten 3 Streams oder so angefangen, da mal ein bisschen was auszugeben. So, dann mache ich aber noch mal ein bisschen die Musik an. Und dann... Oh, machen wir vielleicht mal eine andere Musik. Ja, hallo, irgendwas? Musik? Die kam ganz am Anfang. Ja, nehmen wir halt die, meine Güte. Ist ja schlimm hier. So, dann wie gesagt, soll es das mit dem Stream gewesen sein. Die meisten Leute sind, glaube ich, eh schon im Bett. Deswegen hier nochmal von meiner Seite aus. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. War ein sehr, sehr schöner Stream, hat mir viel Spaß gemacht. War jetzt vielleicht auch besser als dieser ewige Grind, um zu versuchen, irgendwie den Singleplayer oder den 1 gegen 1 Modus hinzubekommen mit irgendeinem Charakter. Deswegen war das vielleicht jetzt ein bisschen entspannter, ein bisschen schöner.
Auch einfach die Random-Runden. Manchmal hat es ja ganz gut funktioniert. Und wir schauen dann mal, wie das dann so weitergehen wird. Next Stream ist Dauntless. Ich muss meine Maschinenpistolen bereit machen, ja. Ja, Dauntless kommt dann am Sonntag. Wobei ich noch nicht weiß, also ich werde die PC-Version nehmen, aber ich weiß nicht, ob ich einen neuen Charakter starte oder meinen alten benutze. Also das können wir ja dann so entscheiden. Mal gucken. Story-Modus darf man nicht durchsuchten. Man laugt sich da echt hart aus. Ja, ja, das ist klar. Das ist so immer mal wieder, finde ich da eigentlich ganz gut. Das heißt ja, die Abwechslung ist gerade eben schön, finde ich. Das Problem ist halt, ich habe das Gefühl, der Story-Modus blockiert gerade so ein bisschen, dass ich wirklich trainieren kann, um 1 gegen 1 zu spielen. Und das ist halt das. Aber klar, halt wirklich bloß den Story-Modus durchzuziehen, wäre auch keine schöne Sache. Das ist so. Oder meinst du jetzt von Dauntless? Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Vielleicht beides. gut, aber wie gesagt, wir schauen mal, wie das dann am Sonntag wird. Wir haben auf jeden Fall ja ein bisschen Zeit und ich will ja auch wieder. Computerkämpfe sind halt mal was komplett anderes als 1 gegen 1. Ja, ja, klar. Schon Smash, okay. Ja, weil manchmal ist es. manchmal macht man dann auch irgendwie einen Sprung auf was ganz anderes, was man meint. Und das ist dann immer ein bisschen blöd, wenn ich in eine ganz andere Richtung denke. Ah ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist vor allem halt die meisten Kämpfe dort. Die sind halt nochmal ganz anders gebaut auch. Und die KI ist halt auch nochmal ganz anders. Das ist definitiv so. Welche Story in Dauntless eher? Ja, ich weiß halt nicht. Weißt du, die Dings, Story halt im Sinne von, okay, wenn du bloß immer wieder die neuen Behemoths machst. Ich weiß es nicht. Die Sache ist halt, ich war halt auch direkt bei Smash. Aber dann habe ich halt gelesen, dass deine letzte Nachricht Dauntless war. Da dachte ich mir so, oh warte, meint ihr jetzt doch Dauntless? war so eine Panikreaktion. Aber das passt, ja. Gut. Sehr vielseitige Story. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. so. Wie gesagt, dann. Oh, da ist auch gerade mein Headset ausgegangen. Perfekt zum Ende des Streams. Da würde ich mal sagen, mit dieser Tat stecke ich noch mein Handy. Mein Headset an. Ich kann auch schon nicht mehr reden, deswegen sollte ich den Stream beenden. Ugh. Da. So, genau. Und deswegen wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, Sonntag gibt es dann den nächsten Stream mit Dauntless. Und außerdem muss ich schauen, wie das dann mit der E3 läuft. Weil die fängt ja ab Sonntag auch schon an. Deswegen, vielleicht kommt da auch schon die erste E3-Übertragung oder vielleicht Montag oder ich weiß es nicht. Schau mal, das werde ich hoffentlich morgen alles planen können, wie ich das mit den E3-Streams mache. Und welche Streams nächste Woche dann noch so kommen. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit dem nächsten Stream. Also dann, ciao!